Weiter geht's mit The Witcher, dem Hexer, dem professionellen Ungeheuertöter. Und heute sollen wir wohl in den Flotsamer Wald reingehen und den Elfen, der bekanntlich unter Jorvets Männern gearbeitet hat, den sollen wir suchen, denn der weiß, wie wir den Kairan besiegen können, als auch für viele verschiedene andere Quests. Wohin gehst du? Was ist das für eine Frage? Weißt du, wo ich einen Elfen finden kann, der Cedric heißt? Halt dich raus aus dieser Sache. Kaufleute zahlen gut. Hast du Angst vor Schäler? Wir könnten natürlich alles Mögliche fragen, denn Triss, ihr wisst ja, ist unsere Geliebte, die uns seit unserer ersten Reise bei The Witcher 1 begleitet hat. Und wenn ich ehrlich bin, ist mir Geld jetzt eher weniger wichtig, sondern eher ihre Gefühle. Du bist so blass geworden, als wir Sheila begegnet sind. Ach was, du hast dich geirrt. Du willst nicht reden? Erzähl mir keine Märchen, könnte ich natürlich in Frage stellen. Du willst nicht reden, okay, das sollten wir auch nicht machen. Denn Triss ist eine Liebe. Gut, ich frag dich nicht weiter. Ich versuche allein ein bisschen mehr zu erfahren. Wie das? Ich gehe mit ihr auf die Jagd. Aber zuerst muss ich Cedric finden. Dann lass uns zu ihm gehen. Er ist auf der Wachplattform. Ach, zusammen sogar. Sprich mit Cedric. Könnte das der da oben sein? Was ist das bitte für ein geiler Wald? Der sieht ja mal richtig geil aus. Und Wachen haben wir auch hier. Den guten Ose. Bestimmt der Bruder von Olaf. Ja, der sieht nicht so gut aus. Okay, ich vermute, wir müssen da nach oben. Boah, der Wald sieht ja Hammer aus, oder? Okay, ich komme, Triss. Und ich finde diese Geheimorganisation hier mit den Scoia'tael richtig geil. Ich weiß ja nicht, wie ihr das Spiel so bisher findet, aber ich finde es einfach nur mega geil. Ich liebe The Witcher, war ja immer so oder so ein Fan davon. Imbolg, es ist bald ein Jahr her. Muril wäre glücklich an einem Tag wie diesem, Seherin. Genieße deine Erinnerungen an sie, statt in Trauer zu versinken. Ich bemühe mich. Doch ihr Verschwinden lässt mir keine Ruhe. Lass andere, Seide, deine Erinnerungen nicht vergiften. Hass ist nur ein Schutz vor Hilflosigkeit. Danke, Cedric. Waffail. 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 Coole Begrüßung. Oder soll ich sagen Abschieds? Begrüßung. Okay, ich glaube, jetzt können wir mit denen reden. Und der da neben mir, der macht sich gerade die Hände warm. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht stören. Ich glaube, der erkundschaftet irgendwas. Hast dich wohl gelangweilt, was? Bist du Cedric? Wer will denn das wissen? Geralt von Riva. Ah, der Hexer. Und? Triss Merigold. Du duftest so gut, Triss. Cedric, sieh mich an. Was willst du, Geralt von Riva? Alles klar, jetzt können wir natürlich all unsere Fragen stellen. Wir haben gerade einen Bucheintrag von Cedric bekommen. Und wir können natürlich fragen, was er eigentlich wirklich hier macht. Aber nein, unsere Hauptfrage ist ja natürlich, ich mache Jagd auf den Kairan. Kannst du mir helfen? Ich will den Kairan töten und hörte, du könntest mir helfen. Kommt drauf an, welche Hilfe du erwartest. Informationen. Man hätte ihn schon vor Jahren töten sollen. Jetzt? Ich weiß nicht. Er ist gigantisch, passt kaum ins Flussbett, hat seltsamen Bewuchs auf den Tentakeln und eine extrem dicke Haut. Früher hat er in den Sümpfen gelebt, in einem der Pontar-Zuflüsse. Da ist völlige Wildnis, nicht einmal die Scoia'tael streifen dort umher. Er hat neulich ein Schiff zerstört. Seht euch das Wrack an. Sucht nach den Spuren. Wo denn? Geh nach Süden, tief in den Wald hinein. Dann nach Osten und zurück zum Fluss. Du findest eine zerfallene Brücke der Enseide und darunter das Wrack. Danke, Cedric. Hol eine Probe vom Kairan-Gift. Ich warte beim Wrack auf dich. Übertreibst du nicht etwas mit diesen Teleportationen? Und weg ist auch Triss. Zack. Haha. Und jetzt sind wir natürlich alleine. Hol eine Probe vom Kairan-Gift aus seinem Lager. Na, das kann ja was werden. Und wir sollen wohl tief in den Wald hinein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir natürlich auch wissen, dass die Scoia'tael sich befinden. Tief in den Wäldern und auch Elfe, die auch Hass gegen uns haben, weil sie auch wissen, dass wir unter König Foltest
gearbeitet haben. Was ist das denn bitte für eine geile Landschaft? Hammer, aber das werde ich alles noch hinterher noch erkunden. Ich glaube, diese Mission ist gerade einfacher. Ich würde ja alles hier gerne so erkunden. Und jetzt sind wir im Wald von Flotsam. So, öffnen wir mal kurz die Map. Zack. Schön. Alles klar, und ich verstehe. Ich glaube, ich muss dann hier runter und dann hier so hoch, vermute ich. Da steht gleich Kairan. Aber das ist nicht unbedingt der Süden. Schaut mal hier, ich kann sogar rausscrollen. Dann seht ihr ungefähr die Karte. Aber ehrlich gesagt kann ich auch nicht finden, wo wir uns gerade befinden. Haha, reimt sich. Finden, befinden. Na toll. Ja, und ich denke, die ganzen Wachen hier stehen nicht umsonst hier, denn wir wissen ja, dass diese Viecher, als auch die Skoyatel, mit Viecher meine ich übrigens die Tiere hier, die wilden Tiere, vielleicht das Dorf angreifen können und da braucht man natürlich Wachmänner. Heftige Gegend, muss man sagen. Wunderschöne Grafik, geile Atmosphäre, ehrlich. Und dahin ist, glaube ich, einer. Oh oh. Hey, die wollen uns angreifen, das sind Banditen. Nix da. Auf die Anderlinge. Oh, oh. Shit. Oh, scheiße. Fuck. Nimm das. Zack. Jetzt gibt's auch... Oh, ach du Scheiße. Gott. Okay, die machen viel Damage. Ich brauche neue Waffen. Ich hab mein... Oh, ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Shit. Tut weh. Boah. Das sehen ja... Die sehen ja auch eher aus wie Nazis, oder? Na gut, dass sich mein Leben regeneriert. Ich hoffe, das war's. Ja, die Leiche ist weg. Die hat sich in nichts aufgelöst. Dankeschön. Erstmal hier natürlich alles transferieren hier. Gibt's hier sonst nichts? Ja, Lagerfeuer. Das könnte jetzt nicht jedem schaden. Ein paar Marshmallows. Shit, hier gibt's, glaube ich, nichts mehr. Heiliger Bimbam. Fängt ja schon mal gut an hier, dass wir vom Banditen angegriffen werden. Oh, da sind sogar mehr. Und die sehen sogar aus wie Nazis. Hey, was lachst du? Autsch. Nimm das. Du Penismann. Das hat wohl geschmeckt. Da ist sogar noch eine Truhe. Die können wir auch mal öffnen. 50 Orange. Cool. Vielen Dank. Und noch ein paar Lumpen und so. Ja gut, Kondome und sowas finden hier werden wir wohl nicht, denn das war ja in Far Cry 4 so. Bei Far Cry 4, wie viele Kondome ich da allein schon gefunden habe. Also da habe ich, glaube ich, mehr Kondome gefunden als irgendwelche anderen Items. Oh, da wartet schon Triss. Bin gespannt, was von diesem Wrack noch übrig ist, von dem Cedric gesprochen hat. Wenn es von einem Kairan attackiert wurde, nicht viel, schätze ich. Zum Glück suchen wir nicht nach menschlichen Spuren, sondern nach denen des Ungeheuers. Ja, das stimmt. Ich bin auch gespannt, wie das dort unten so sein wird. Wir müssen ja wohl runter, ne? Ja, das sieht so aus. Krasse Gegend hier. Und das erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe, an so Orte zwischen Mordor und Gondor so. Und ich habe ja auch Herr der Ringe mal gespielt, also Herr der Ringe Online. Und da habe ich sowas auf jeden Fall entdecken können, dass man vielleicht auch so durch solche Gefahrengebiete gehen musste. Und gut, dass uns Triss führt. Ihr wisst ja, Triss ist eine mächtige Zauberin, die sehr viel Wissen hat und die auch natürlich von Vesemir, dem Hexer-Lehrer, kann man schon fast sagen, unser Lehrer, der uns auch viel gelehrt hat. Ja, und er schätzt halt natürlich Triss auch sehr. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch mit The Witcher so auskennt, aber wir waren im ersten Teil von The Witcher in Kaer Morhen. Das ist eine Burg, wo Hexer ausgebildet werden, wo viele eigentlich gestorben sind, die als Hexer ausgebildet werden, die natürlich diesen Mutagentränken nicht widerstehen, außer wir. Und Triss ist halt auch eine, die auch einen sehr guten Ruf da hatte und auch natürlich immer noch hat. Aber unsere Wege haben sich getrennt. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit unserer Geschichte hier. Ein Glück, dass du hier bist. Ach ja, ich liebe dich auch. Ich finde das Paar echt geil.
Siehst du diese Spuren? Ja, ein grässlicher Ort für einen Spaziergang. Es sei denn, man ist auf der Suche nach tiefen Eindrücken. Oh ja, das könnte natürlich auch sein. Boah, wie geil sieht das denn bitte aus? Also ich muss ja sagen, die Grafik ist echt Hammer. Sehr glorreich erstellt. Oh mein Gott. Das Medaillon schlägt aus. Oh Backe, das kann nicht gut enden. Kommen jetzt Gegner? Oh, Ertrunkene. Okay, jetzt wird aufgeräumt. Nixer. Alter, machen die viel Damage. Okay. Ihr wollt es wirklich wissen. Muss aufpassen. Kann natürlich auch parieren hier. Shit. Ich sterbe gleich. Wenn das so weitergeht. Oh, Backe. Ich brauche auf jeden Fall mal auch eine neue Rüstung. Alter Falter. Ach du Scheiße, ich bin doch ernsthaft gestorben. Boah, wie viel Damage machen die denn bitte? Ach du Scheiße. Spielstand laden, ja, definitiv. Oh mein Gott, also das war schon heftig. War da jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt vorsichtig. Und ihr wisst ja, ich spiele das Spiel eigentlich sogar auf einfach. Aber es kann vielleicht daher abhängen, dass ich gar keine richtig gute Rüstung habe und dadurch viel Leben erleide, beziehungsweise viel Schaden erleide. Das war jetzt nicht so toll und praktisch. Oh, den ganzen Weg wieder zurück. Ich warte beim Wrack auf dich. Übertreibst du nicht etwas mit diesen Teleporter? Na, ganz toll. Können wir den ganzen Weg mal wieder neu laufen. Ich finde aber, sowas gehört dazu. Ich hätte ein bisschen noch vorsichtiger sein sollen. Unsere Rüstung ist jetzt gerade nicht die beste. Aber ich werde mir definitiv nach dieser Quest auf jeden Fall mal eine neue natürlich neue Waffen und so kaufen und natürlich mal neue Rüstung. Waffen haben wir ja eigentlich schon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so empfindlich dagegen bin. Aber gut, wir waschen uns mal direkt mal da durch. Ich denke mal, die ganzen Hallodris da hinten sind da immer noch, ne? Oder? Da sind wir wieder zurück. Und ich habe einen kleinen Schnitt getan, um jetzt natürlich nochmal gegen die Ertrunkenen zu kämpfen. Aber jetzt wird ein bisschen aufgepasst natürlich. Die machen auf jeden Fall viel Damage. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark sind. Und der nächste Ertrunkene. Ihr kennt die bestimmt von The Witcher 1 noch. Boah. Ertrunkene? Alte Bekannte. Da kriegt man feuchte Augen, was? Lass uns nach den Spuren suchen und dann von hier verschwinden. Na, das kann was werden. Oh, Backe. Sind hier noch welche? Was ist das denn bitte? Sieht aus wie so ein Sperma-Klotz, nicht, dass der Typ hier hingewichst hat. Das große Monster? Nein, das ist natürlich nur Gift, denke ich. So, Waffe erstmal weggesteckt. Ich denke kaum, dass hier noch irgendwelche sind. Heiliger Bimbam. Hier sieht's überhaupt nicht gut aus. Und hier ist ein Boot. Ein Wrack, ein Schiff. Ein kaputtes. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Ja, und ich finde gut, dass Triss hinter uns her ist die ganze Zeit. Weil sie ist ja eine sehr gute Beschützerin, die wunderschöne Triss. Okay, hier ist glaube ich nichts mehr. Dann gehen wir mal direkt zu unserem Symbol. Ist ja eigentlich schon auf der Karte markiert, wo wir wohl das Gift entnehmen müssen. Das soll wohl irgendwo hier sein. Da steht's schon. Schleim einsammeln. Augenblick mal. Was hast du vor? Einfacher diagnostischer Zauber. Sollte uns ein paar Fragen beantworten. Er ist krank, Geralt. Ein sterbendes Ungeheuer. Wie lange lebt er noch? Ein paar Jahre. Vielleicht ein Dutzend. Zu viel. Was hat er? Jede Information kann nützlich sein. Der diagnostische Zauber zeigt, dass ein Teil seiner Zellen mutiert ist. Mutiert? Wir sind doch auch eigentlich ein Mutant. Wieso heißt das, dass er stirbt? Ich bin auch ein Mutant.
Die Zellen aus der Absonderung, die ich untersucht habe, wirken wie Krebszellen. In gewisser Hinsicht sind sie leistungsfähiger als der Rest, geraten aber außer Kontrolle. Ein rotes Gewebe entsteht. Sieht sehr unangenehm aus. Armes Vieh. Aber du hast ein interessantes Thema angeschnitten. Willst du wissen, was an Mutanten wirklich anders ist? Ja, die sind doch eigentlich immun, oder nicht? Also ich könnte es eigentlich euch auch schon verraten, aber ich bin gespannt, was sie zu sagen hat. Na klar. Solche Veränderungen wie in deinem Organismus vollziehen sich normalerweise über Tausende von Jahren. Genetische Abweichungen, also Mutationen, bewirken, dass der Organismus leistungsfähiger wird. Vollziehen sich die Mutationen im Verlaufe vieler Jahrhunderte und über zahlreiche Generationen hinweg, reden wir stolz von natürlicher Auslese und Evolution. Geschehen sie in kurzer Zeit in einem einzelnen Organismus, bezeichnen wir diesen Organismus als Mutanten. Das hast du schön gesagt. Was weißt du noch? Er ist ziemlich giftig. Kennst du ein Antidotum? Dein Hexerstoffwechsel müsste die Toxine neutralisieren, sofern die Dosis nicht allzu groß ist. Aber verlass dich nicht allein auf deine Mutation. Das Elixier aus Schattenbeinwurz erleichtert die Sache. Das Kraut kenne ich, weiß aber nicht, wo es wächst. Ob ich den Kairan ohne Schutz durch das Elixier töten kann? Wie du meinst, ich hab dich gewarnt. Sheila brennt vor Ungeduld, aber geh nicht zu ihr, sondern frag die Einheimischen nach dem Heilkraut. Diesen Cedric zum Beispiel. Hier, das ist das Rezept für das Elixier. Jetzt wende ich mich wieder meinen Problemen zu. Kommst du klar? Mhm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Finde Schattenbeinwurz oder sprich mit Cedric. Ich kann ja alles Mögliche machen jetzt hier. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut momentan. Und wie sieht das denn bitte schön hier aus? Sieht Hammer aus, oder? Muss man einfach mal zugeben. Und jetzt gehen wir mal selbstverständlich wieder zurück. Aber hier liegt so viel Lot noch rum. Ertrunkenen Gehirn, oh oh. Einfach mal alles aufheben. War's das? Okay, ich glaube, das war's. Und ich glaube auch nicht, dass hier irgendetwas Interessantes noch sein könnte. Und daher werde ich direkt den Rückweg hier beantragen. Aber was ich auch nochmal sagen müsste, ist zum Beispiel, warum sie uns jetzt nicht mitgenommen hat. Wäre ja blöd, oder? Sie geht jetzt einfach weg und will sich ihren Aufgaben widmen. Kann ich irgendwie auch verstehen, aber wenn sie schon so ein Portal hat, könnte sie uns theoretisch auch mal mitnehmen. Oh, und ich glaube, es regnet. Ach, das Wetter ändert sich ja hier auch, habe ich ja voll vergessen. Wie geil ist das denn bitte? Ach ja, da kommen mir gleich die alten nostalgischen Gefühle hoch, wie ich damals im Fußballverein jedes Mal mit der Mannschaft im Regen laufen war, werde ich nie vergessen. Und das sieht schon geil aus in dem Spiel, oder? Für so ein Spiel, das im Jahre 2011, soweit ich weiß, erschienen ist. Und das hat ja ganz schön viele umgehauen. Zum Beispiel hat die GameStar berichtet, schön schöner The Witcher. Also quasi die Erhöhung davon. Und was ist hier? Hier ist ja eine Brücke, oder? Was geht denn hier ab, bitte? Ach du Scheiße. Wir hätten die Brücke hier kaputt gemacht. Na, der wollte es wirklich wissen. Maguste-Elixier. Das kann was werden. Wir könnten natürlich zu Cedric gehen, um natürlich diesen schönen Schattenbeinwurz irgendwie zu bekommen, weil dieser anfällig ist auf unsere Mutagene, habt ihr ja gerade mitbekommen. Ja, und ich hoffe, wir können jetzt auch gleich vielleicht eine neue Rüstung oder so finden, denn ich finde, es wird langsam Zeit, dass wir eine neue Rüstung haben, weil ohne neue Rüstung fällt mir das Ganze ein bisschen schwer, weil wir sind ja einmal gestorben leider und ich denke, das war bestimmt das Einfachste. Es waren einfach nur so blöde Ertrunkene, ne? Jo, und der Ruckler. Ich wusste zwar nicht, was für ein Ruckler das jetzt gerade war. Aber ich denke mal, weil er gerade laden musste. Gebiet laden musste und deshalb so geladen hat. Oder geruckelt hat. Okay, jetzt sind wir direkt wieder beim Wald. Beim Wald von Flotsam. Und wohin geht der Weg bitte hoch? Einmal kurz die Map öffnen. Okay. Ich versuch's mal. Ich weiß zwar nicht, wohin der Weg führt, aber wir können es ja immer noch hier mal angucken. Was ist denn hier? Schöllkraut, cool. Wir können übrigens auch hier meditieren, für die Leute, die es natürlich interessiert.
Ach Mann, hier ist glaube ich nichts, oder? Sieht aber cool aus. Okay, dann nichts wie zurück. Tja. So, der Weg führt glaube ich nicht zurück. Das heißt, ich muss nochmal eine tiefer, eine Ebene. Hier war glaube ich noch was. Cool. Wolfsbann. Das kann ja was werden. Kann ich hier runter? Auch nicht, schade. Und zu dieser Zeit, als das Spiel natürlich gemacht wurde, haben die Entwickler ja auch gar nicht daran gedacht, dass man mal so einfach so da hochgehen kann oder so. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, ob das auch in The Witcher 3 so sein wird. Ihr wisst ja, ich bin jetzt noch nicht ganz aktuell. Falls ihr das Spiel erst jetzt eingeschaltet habt oder eben ein Jahr später, dann wisst ihr, dass das nicht aktuell für euch sein wird. Falls jemand dann blöde Sprüche wieder abgeben muss und sagen muss, hey Melek, was ist das da? Du kannst doch nicht sowas machen, ey. Boah, wo sind wir denn hier wieder? Genau, hier wollte ich eigentlich letztes Mal hin, ne? Stopp mal. Kinder spielen hier? Wie geil sieht der Ort denn bitte aus? Ja, diese triste Atmosphäre hier. Es kommt direkt in den Vorschein. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Haha. Was ist das bitte für ein Spruch? So, gehen wir mal hier rein am besten. Schauen wir uns das mal ganz an. Vielleicht finden wir ja hier irgendwie Händler, die was verkaufen. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Schmied hier irgendwo. Wir brauchen auf jeden Fall bessere Rüstung. Definitiv, das ist eindeutig klar. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Ja, mache ich. Und was ist das jetzt hier? Brauchst du Hilfe? Der Kommandant hilft immer gern. Nein, eigentlich nicht so. Momentan nicht. Wir können ja immer noch mit Cedric reden, wenn wir da gleich weitermachen wollen. Aber ich finde gerade diese Rüstungssache viel, viel wichtiger. Versteht mich da überhaupt nicht falsch. Wir begutachten das Ganze mal hier am besten. Und was ist hier? Auch nichts. Verdammte Axt. Wieso hat Fängt er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Alles natürlich absuchen. Nee, das sind alles nur blöde Handwerker, Bauern oder so. Die haben wohl nichts außer Obst und Gemüse, denke ich. Gehen wir mal direkt in die Innenstadt wieder rein. Wir könnten theoretisch auch mal meditieren, ne, um uns mal ein paar Tränke herzustellen. Habe ich, ehrlich gesagt, schon lange nicht mehr gemacht. Ich denke mal, wir sehen uns bei einem nächsten Part, wenn wir dann anfangen, Cedric zu finden. Und vielleicht sogar dann auch schon eine neue Rüstung haben. Wir sehen uns bei einem nächsten Part. Bis dann, euer Melek. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Guck's aus. Was ist denn?